Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil der kleinen Videoreihe, sofern man von einer Reihe sprechen kann, wenn es nur zwei Videos sind, zum Thema, wie soll es nach Stronghold Warlords mit der Stronghold-Serie weitergehen? Und beim letzten Mal haben wir uns ja ein bisschen damit beschäftigt, wie es mit der Stronghold-Serie in Zukunft weitergehen könnte, sollte sich Firefly auf ihre 2D-Wurzeln zurückbesinnen. Und es gab da durchaus einige Kritiken dazu, also sehr, sehr viel Zustimmung. Einige Kritiken, vor allem im Bereich Firefly will höchstwahrscheinlich überhaupt gar nicht zu der alten, sehr, sehr angestaubten 2D-Engine zurück. Gut, ist so eine Sache. Ich meine, mit den Jahren wird man immer klüger. Also noch ganz kurz zum letzten Video. Mit den Jahren wird man immer klüger, weil vor 5 bis 6 Jahren haben die meisten auch in der Modding-Community gesagt, an dem Spiel bis auf einige Karten kannst du eh nichts modden. Mit den Jahren kam ziemlich viel dazu. Also an sich muss ich sagen, wächst das gesamte Wissen über die Engine. Was bedeutet, Firefly könnte sich, wenn sie mit der Community zusammenarbeiten, selbst wenn sie sich in die alte Engine nicht reinfuchsen wollen oder können, ziemlich viel Wissen aneignen. Und selbst wenn es absolut nicht möglich ist, mit der alten Engine noch zu arbeiten, bestünde immer noch die Möglichkeit, was in Stronghold 1 und Crusader 1 Remaster angeht, den gesamten Spaß einfach in der neuen Engine zu machen. Es gibt einige prominente Vertreter, die sowas machen. Age of Empires 2, die Definitive Edition weniger, die benutzen die alte Engine, aber ein moderner Vertreter ist beispielsweise das Command & Conquer Remaster. Das benutzt, soweit ich es gelesen habe und alles mitbekommen habe, man findet da nicht so viele Infos zu, das Command & Conquer Remaster benutzt eine neue Engine. Petroglyph hat die hauseigene neue Engine verwendet und das alte Spiel dort rein verfrachtet. Und es scheint gut funktioniert zu haben, wie man sieht. Auch mit der alten Grafik. Also nicht mal mit der neuen, sondern wirklich mit der komplett alten Grafik hat man im Grunde das alte Spielerlebnis. Möglich wäre es auch da, mit einer anderen Engine zu arbeiten, die höchstwahrscheinlich handlicher ist. Aber gut, jetzt geht es ja um was anderes in diesem Video. Und zwar um ein anderes Konzept, bei dem wir annehmen, Firefly hat wirklich überhaupt keinen Bock, keine Lust, keine Zeit, überhaupt nichts mehr, um noch irgendwie 2D anzufassen und zu sagen, nein, wir bleiben jetzt bei dem 3D, das wir uns gesetzt haben, seit Stronghold 2, und dort wollen wir jetzt bleiben. Wie wäre wohl sowohl meiner Meinung als auch der Meinung der Community höchstwahrscheinlich der beste Weg, den Firefly gehen könnte, mit 3D-Spielen, sobald Stronghold Warlords abgeschlossen ist und fertig ist und soweit jetzt auch die Updates gemacht wurden oder DLCs oder was auch immer sie damit noch machen wollen? Wie sollte es danach weitergehen mit 3D-Spielen? Und die Idee, wie es weitergehen könnte, ich glaube, die meisten werden sich schon denken können, schon allein, weil ich es letztes Mal angeteasert habe. Und hauptsächlich deshalb, weil es einfach das beliebteste Spiel unter den 3D-Titeln ist. Ja, ein Stronghold 2 Remake. Wie würde man das am besten machen? Nun, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber kommen wir erstmal dazu, wie es bei mir Kling gemacht hat im Kopf, also so wirklich geklingelt hat, im Sinne von Menschenskind von Stronghold 2 könnten die echt ein Remake machen. Das ist gar nicht so lange her, denn zu Stronghold Warlords, ich weiß gar nicht mehr, welches Video es war, aber es gab irgendein Video zu Stronghold Warlords, als es um die Territorien geht, um dieses Territoriensystem, bei dem du deine Warlords hast, denen du ja spezielle Befehle geben kannst und sonst irgendwas. Und da hat jemand von Firefly, ich glaube, es war sogar Simon Bradbury, gesagt, das ist im Grunde das System, was wir uns schon für Stronghold 2 vorgestellt haben, aber damals nicht umsetzen konnten. Und hat es bei mir so ein bisschen Klingeling gemacht im Kopf und gedacht, Moment mal, wenn man das jetzt umsetzen kann, das schreit doch förmlich nach einem Remake vom beliebtesten 3D-Spiel der Stronghold-Reihe. Und zwar Stronghold 2. Und ja, kommen wir mal auf die Remake-Idee zu sprechen. Warum ein Remake und kein Remaster, wie ich es bei Teil 1 und Crusader vorgeschlagen habe? Hauptsächlich Hauptgrund ein Stronghold 2 Remaster gibt es im Grunde schon. Und zwar die Stronghold 2 Steam Edition. Die geht im Grunde technisch gesehen als Remaster durch. Leicht verbesserte Grafik, jetzt der Steam-Multiplayer angebunden, ein paar kleine Detailverbesserungen. Im Grunde ist es ein Remaster, jetzt vielleicht nicht das ambitionierteste Remaster, aber so rein grundsätzlich ist es eins. Und der Grundgedanke hinter dem Remake ist, bei Stronghold 2 würde sich ein Remake tatsächlich sehr, sehr anbieten. Wie genau das vonstatten gehen kann, das kann man gar nicht so genau festlegen. Bei Stronghold 1 und Crusader habe ich ja schon gesagt, Mensch, diese Punkte, das sollten sie machen fürs Remaster, das sollten sie beibehalten, das sollten sie neu machen. Ein Remake ist immer ein bisschen was anderes. Remake ist zum großen Teil immer eine Neuinterpretation.
des Spiels. Was bedeutet, es kann im Grunde alles sein, das, was Firefly sich gerade am ehesten drunter vorstellt. Man kann sehr nah am Original bleiben und nur einige Sachen in den Mechaniken verändern. Jetzt gutes Beispiel ist ja auch das Mafia 2 Remake, beziehungsweise die Definitive Edition, die rauskommt, bei dem die Story beibehalten wurde, aber die gesamten Spielmechaniken und die Grafik sehr stark aufpoliert wurde. Was ein Remake sein kann, es gibt unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten. Aber dennoch würde ich mal so sagen, ich würde 3 Punkte mit euch durchgehen, bei denen ich denke, da sollte Firefly nochmal dran werkeln. Punkt 1 ist die Kampagne. Es ist ja gar nicht mal so lange her, beim Release der Stronghold 2 Steam Edition, dass ich das Spiel nochmal gespielt habe und damit auch die Kampagne nochmal gespielt habe und das Ganze mal ein bisschen genauer analysiert habe. Und mir ist mehr denn je aufgefallen, vor allem beim letzten Mal durchspielen, dass die Kampagne so einige Lücken hat. Beziehungsweise fühlt sie sich an einigen Stellen so gehetzt an und es gibt einige Plotpunkte, die angerissen werden, aber nicht zu Ende gedacht werden. Beispielsweise der gesamte Spaß, dass hier Matthew zum Streiter des Königs gemacht wurde, während es William irgendwie dann mitbekommen hat. Aber das Thema wurde dann einmal angerissen, da hat sich ein Konflikt angebahnt, aber dann ist niemals was draus geworden. Und dann kam plötzlich dieser mögliche Seitenwechsel, der auch sehr stark aus dem Ärmel gezogen wurde, vor allem mit Matthews Hintergründen, das überhaupt zu machen. An sich gibt es viele Punkte, bei denen man einfach merkt, bei Stronghold 2 fühlt sich vor allem gegen Ende hin die Kampagne sehr gehetzt an. Man hat einfach das Gefühl, dass die Kampagne ursprünglich von Firefly viel größer und länger geplant war, wahrscheinlich 4, 5, 6 Missionen mehr oder noch mehr. Aber vieles musste zusammengestrichen werden, vielleicht aus Zeitgründen, vielleicht aus Budgetgründen, was auch immer damals der Grund war, vor allem in Verbindung mit dem Publisher. Aus irgendeinem Grund ist die Kampagne höchstwahrscheinlich kürzer, als sie ursprünglich sein sollte. Das ist etwas, was man ansetzen kann. Wenn jetzt, ist wie gesagt so eine Überlegung, was will Firefly überhaupt machen? Wollen sie alles komplett neu machen und auch eine komplett neue Kampagne, also wirklich komplett alles umstülpen mit ihrem Remake, dann ist es eh was anderes. Aber sollten sie die alte Kampagne beibehalten wollen, wäre das die ideale Möglichkeit, die Kampagne so umzusetzen, wie sie ganz ursprünglich gedacht war, bevor es die Kürzungen gab. Weil es ist jetzt nichts offiziell Bestätigtes, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass viele Sachen aus der Kampagne rausgekürzt wurden, eben weil sie am Ende viele Plotpunkte nicht mehr aufgreift, die mal am Anfang reingeworfen wurden und sich zum Ende hin auch sehr, sehr schnell zuzieht. Vor allem gerade nachdem man die Seiten gewechselt hat, war das Spiel ja schon fast vorbei. Da gab es noch 2, 3 Missionen, ich glaube 3, und dann war es das. Das könnte man auch locker auf das Doppelte ziehen, es wird es einfach interessanter machen. Also in der Hinsicht könnte man die Kampagne überarbeiten, dass man sie einfach nach ursprünglichen Intentionen umsetzt, je nachdem wie die ursprünglichen Intentionen waren und ob derjenige noch bei Firefly ist, der damals die Story kreiert hat und alles so vom Grundgerüst designt hat. Gut, zweiter Punkt, Skirmish und Multiplayer. Nun, da gibt es im Grunde die gleichen Wünsche wie beim Stronghold 1 bzw. Stronghold Crusader Remaster. Größere Karten wären was Schönes, mehr KIs wären was Schönes, beziehungsweise mehr Spieler, die man hinzufügen kann. Den Steam-Multiplayer gibt es ja im Grunde bei Stronghold 2 schon. Also viele Sachen, die ich mir für Stronghold Crusader beispielsweise gewünscht habe, wie eben den offiziellen Multiplayer, gibt es ja bei Stronghold 2 schon. Etwas, was ich hinzufügen würde, gerne, ist die Möglichkeit, auch im Multiplayer KIs hinzuzufügen. Denn das geht bei der aktuellen Steam-Version nicht, warum auch immer. Geht, glaube ich, nur mit Mods. Ich glaube, das muss man sich zurechtmodden, dann funktioniert es wieder. Ja, aber sehr viel gibt es ansonsten so Skirmish und Multiplayer nicht zu sagen. Der Stronghold 2 Multiplayer ist auch heute noch ziemlich beliebt und das auch gut zurecht. Dementsprechend muss man da gar nicht so viel dran ändern am gesamten Grundsystem. Man könnte bloß wie bei Stronghold Crusader 1 hergehen und sagen, okay, wir machen jetzt noch größere Karten und mehr Spieler rein und vielleicht ein paar andere kleine Detailfunktionen und Fehlerausbesserungen und so weiter. Der dritte Punkt, und das ist, wie ich finde, der wichtigste von allen, weil es so ein bisschen die Hauptidentität von Stronghold 2 darstellt, der Simulationsaspekt. Die Sim-Kampagne vor allem. Denn, da muss ich mal ein bisschen aus meinem persönlichen Nähkästchen plaudern, es gibt ja ganz allgemein 2 Lager, was Stronghold angeht. Also die gesamte Stronghold-Serie, da gibt es vorrangig 2 Lager. Einmal die Leute, die Stronghold 1 und Crusader lieben, also die alten 2D-Titel. Und dann auf der anderen Seite die Leute, die Stronghold 2 lieben. Das sind die 2 mit Abstand größten Fanbases zum Spiel. Kann natürlich auch beides beinhalten. Es gibt viele, die mögen beides. Es gibt manche, die mögen nur eins von beiden. Aber das sind die beiden Spiele, die am meisten geliebt sind in der Stronghold-Serie. Die alten 2D-Titel und Stronghold 2.
Klar, Legends hat auch noch so ein bisschen, aber Legends ist ja quasi so mehr oder minder ein kleines Add-on zu Stronghold 2. Und ein Legends Remake wäre vielleicht auch eine gute Schlussfolgerung, nachdem Stronghold 2 fertig ist. Aber ich möchte erstmal darauf sprechen kommen, dass Stronghold 2 eben mit die größte Fanbase hat. Die anderen Stronghold-Spiele haben eher sehr vergleichsweise kleine. Und woran liegt es, dass Stronghold 1 und Crusader eine große Fanbase hat und Stronghold 2 hat seine eigene Fanbase? Und es harmoniert nicht unbedingt immer miteinander. Es gibt immer wieder so den Streitpunkt, welches ist das bessere Stronghold und warum mag man Stronghold 2 um einiges mehr als 1 und 1 um einiges mehr als 2. Und ich gehöre auch zu den Leuten, die Stronghold 1 und Crusader immer viel mehr mochten als Stronghold 2. Bis zu einem gewissen Punkt, an dem ich wirklich gemerkt habe, okay, es hat viel mehr mit meinem, ich weiß, das ist ein ziemlich abgedroschenes Wort, aber es hat viel mehr mit meinem Mindset zu tun, wie man an Stronghold 2 rangeht. Denn ich persönlich bin immer an Stronghold 2 rangegangen und habe es so als den direkten Nachfolger von Stronghold angesehen. Ist es ja auch, ist ja Stronghold 2. Aber es geht vielmehr darum, dass ich mir dachte, Mensch, das soll sich so spielen wie das erste Stronghold, bloß jetzt eben mit der neuen Grafik, mit dem 3D. Dabei ist Stronghold 2 im Grunde ein komplett anderes Spiel. Es hat eine komplett andere Identität. Denn klar hat es viele ähnliche Grundmechaniken. Der Klassiker mit dem Nahrungskreislauf, den du machen musst, dass du deinen Bewohner glücklich halten musst und so weiter und so fort. Aber im Kern, das gesamte Balancing der Spielmechaniken ist komplett anders. Stronghold 1 ist eher auf Kurzweiligkeit aus und dass du alles ziemlich schnell aufziehen kannst, dass du eine ziemliche Ausgewogenheit zwischen Wirtschaft und Militär hast. Stronghold 2 konzentriert sich viel, viel stärker auf den Wirtschafts- und vor allem den Simulationsaspekt. Es geht viel mehr darum, so ein Burgleben zu simulieren und das gesamte Außenrum. Man denkt nur an die Ritterturniere, die man machen kann, an die Musikergilden, an jetzt das Burgfräulein Gemach, dass du auch noch deinem Lord bei deinen Sachen zugucken kannst, dass es die Festmähler gibt. Es geht viel mehr um diesen großen Simulationsaspekt. Und wenn man Stronghold 2 nicht unbedingt als ein 3D-Stronghold 1 ansieht, sondern wirklich merkt, okay, das ist von einer reinen Grundeinstellung her hauptsächlich ein Simulationsspiel, macht das Spiel auch viel, viel mehr Spaß. Und seitdem muss ich sagen, habe ich auch Stronghold 2 für mich entdeckt. Ich mag zwar immer noch, ich spiele zwar persönlich immer noch lieber den ersten Teil in Crusader, aber Stronghold 2 gehört wirklich, wie ich finde, zu den besten Teilen der Serie nach den 2D-Titeln. Einfach nur, weil es diesen Simulationsaspekt so gut macht, wenn man sich voll auf diesen einlässt und Stronghold 2 vor allem deswegen spielt. Klar, es gibt viele, die spielen auch gerne die Skirmishes, haben halt auch wieder was Besonderes dadurch, dass sie sich ein bisschen länger ziehen, dass du diese Simulationsaspekte drin hast. Das ist auf jeden Fall was. Und ja, worauf will ich hinaus? Lange Rede, kurzer Sinn. Der Simulationsaspekt in Stronghold 2 ist mit der wichtigste von allen. Dementsprechend braucht ein Abschnitt von Stronghold 2, und das ist mein größter Wunsch. Ich meine, das mit der Kampagne kann Firefly machen, wie sie wollen. Das mit Skirmish Multiplayer, da können sie eigentlich auch gucken beim Remake, wie sie das machen und wie sie das Ganze ausbauen. Das Wichtigste meines Erachtens, wo sie wirklich was machen müssen beim Remake, ist den Simulationsaspekt auszubauen. Und zwar mit der Sim-Kampagne. Weil die Sim-Kampagne war wirklich genial bei Stronghold 2. Aber eben leider zu kurz. Deshalb gäbe es die Möglichkeit, zusätzliche Sim-Kampagnen zu machen, oder aber man macht wirklich von Grund auf eine komplett neue, in viel größer aufgebaut. Überlegung geht dahin, wenn man für Stronghold 2 ähnlich wie für Crusader 1 fürs Remaster viel größere Karten erstellen kann, dann wäre so ein Gedanke verlockend, wenn du Stronghold 2 spielst und du hast wirklich eine 3- bis 4-mal so große Karte wie bei der ursprünglichen Sim-Kampagne, auf der du einfach mal 20, 30, 40 Stunden verbringen kannst und sehr viele Auftragsketten hast und mal in dieser Region bist, mal in dieser, und dann wird deine alte Region von der KI übernommen und du hast so richtige, vielleicht sogar mit so 8 bis 10 KIs, die noch drauf sind, so richtige politische Komplotte. Du kannst vielleicht sogar Diplomatie machen. Irgendwas im Bereich riesige Sim-Kampagne auf nur einer einzigen Map, die sich Stück für Stück weiterentwickelt, wäre einfach mega. Vor allem für Stronghold 2-Verhältnisse, wenn das Gelände noch passend angepasst ist und du kannst so wirklich richtig schön die Burgen hochzimmern, die dann später noch ihre tiefere Bedeutung haben. So Simulationsaspektkampagnen, die sich richtig lange ziehen, das könnte Stronghold 2 richtig, richtig genial machen. Also jetzt vor allem in Bezug, dass man sich voll auf die Stärke des Simulationsaspekts fokussiert. Weiterer Wunsch persönlich für ein Stronghold 2 Remake, tatsächlich, es gibt ja die verschiedenen Kameraperspektiven.
Das ist etwas, das kommt mir gerade spontan, das habe ich mir nicht mal bei meinem Notizzettel mit aufgeschrieben. Stronger 2 hat ja noch diese ganzen verschiedenen schönen Kameras gehabt, so die Bergfried-Kamera, die Kornspeicherkamera und so. Und da hat man wirklich gemerkt, da liegt die Stärke wirklich drin, den Leuten beim Treiben zuzugucken und dass du so diese Kameraperspektiven hast. Und es gab ja an sich auch eine Lord-Kamera. Ein großer Wunsch für ein Remake von Stronghold 2 wäre wohl tatsächlich eine Ego-Perspektive von deinem Lord. Und dass du persönlich mit dem rumlaufen kannst. Eine Ego-Steuerung von deinem Lord, dass du selbst mit dem rumlaufen kannst. Muss nicht unbedingt, ich meine, alternativ wäre es schön, aber man muss nicht unbedingt ein eigenes Kampfsystem drin haben, dass du jetzt selbst noch aus der Ego oder dritten Person kämpfen kannst. Aber zumindest durch die Burg selbst laufen, auch mit WASD-Steuerung oder so, und sich alles anzugucken, was du angebaut hast. Das hat schon bei Spellforce 1 gezogen einfach. Und da war es nur Third Person. So, einfach in so einer Ansicht durch die eigens erstellte Burg zu laufen, das wäre noch richtig Hammer. Also, das würde ich aber mit unter die Kategorie Sim, also Simulationsaspekt, packen. Also unter Punkt 3. Das wäre etwas, was Stronghold 2 richtig, richtig mega machen würde. Das ist so mein Gedanke. Und das war's im Grunde auch schon. Denn wie gesagt, man kann jetzt nicht hergehen und eine riesig große Liste machen, weil bei einem Remake kann alles anders sein. Man kann hergehen und vieles genauso machen wie damals, nur eben technisch auf einen sehr neuen Stand gebracht. Man kann hergehen und alles über den Haufen werfen, man kann eine Kombination aus beiden machen, aber mein größter Wunsch wäre tatsächlich, den Simulationsaspekt zu verbessern, eine viel größere und bessere Sim-Kampagne zu machen und vielleicht wirklich eine Ego-Ansicht mit Selbstdurchlaufen für den Lord. Dann könnte das Spiel echt mega sein. Und vielleicht tatsächlich, während man so rumläuft, vielleicht noch so eine Art KI-Verwaltung hinzuzufügen, dass du sagst, okay, gut, das hast du ja eigentlich, ne? Also eine KI-Verwaltung für die eigene Burg, schön, aber eine KI-Verwaltung für die Provinzen. Wenn sie das Warlord-System von Stronghold Warlords übernehmen und ja auch sagen, dass das für Stronghold 2 geplant ist, dann werden sie das fürs Remake auf jeden Fall machen. Was bedeutet, dass deine Provinzen, die du dir so außenrum erschließt, sich sowieso von selbst verwalten, höchstwahrscheinlich, und du denen bloß grobe Anweisungen gibst. Wäre auf jeden Fall cool. Gut, das wäre es soweit gewesen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, die Idee. Falls ihr sowas gerne umgesetzt sehen wolltet und es mit einem 2D-Stronghold nichts wird. Obwohl ja Firefly mal so auf einen Kommentar geantwortet hat, dass sie sich durchaus überlegen, zu 2D zurückzukehren. Also es gibt ältere Quotes, also es gibt ältere Zitate von Firefly, wo gesagt wird, die wollen überhaupt nicht mehr zurück. Mittlerweile unter den neuen Warlords-Videos sagen sie, hey, nach Warlords besteht wahrscheinlich die Möglichkeit, dass sie mal wieder in Richtung 2D rudern und was gucken wollen. Es ist jetzt keine absolute Bestätigung, aber anscheinend zeigt Firefly an dieser Seite schon ein bisschen Interesse. Mal gucken, wie es damit weitergeht. Aber sollte überhaupt nichts mit 2D werden, finde ich, ist das die beste Möglichkeit, mit den 3D-Strongholds weiterzumachen. Einfach den besten Teil zu nehmen, den sie jetzt im 3D-Segment gemacht haben, diesen richtig stark aufzupolieren und aufzumotzen und dieses aufgemotzte Konzept von Stronghold 2 dann als zukünftige Blaupause zu nehmen für zukünftige 3D-Titel. Weil wenn man diese ganzen Elemente drin hat, vor allem das mit dem Simulationsaspekt und dieser Ego-Perspektive, das wäre richtig mega, dann könnte man daraus auch andere neue Strongholds machen in 3D-Engine, die ebenfalls gut funktionieren könnten. Aber gut, so viel dazu. Soll es euch gefallen haben, liked es hoch. Solltet ihr sowas kaufen wollen, ich mache mal wieder einen Kommentar rein, wollt ihr sowas kaufen? Dann gebt da ebenfalls einen Daumen hoch auf den Kommentar. Und solltet ihr selbst Vorschläge haben, schreibt sie in die Kommentare, weil gerade, ich meine, beim Remaster gab es eine feste Vorgehensweise, wo ich gesagt habe, das sollten sie nicht anfassen. Bei einem Stronghold 2 Remake gibt es so vieles, was sie einbauen könnten, weil Remake ist ja komplett neu aufgestülpt alles. Dementsprechend könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen. Schreibt einfach mal, was ihr euch Tolles noch vorstellt für ein Stronghold 2 Remake. Da kann man tatsächlich mal kreativ sein, weil das ist wirklich klassisches Brainstorming meine ich. Bei dem man einfach mal alle Ideen zusammenfügt und dann kann sich Firefly vielleicht wirklich, wenn sie ganz viel lesen davon, das Interessanteste rauspicken. Oder ich gehe einfach mal her bei einer Convention. Ich habe ja mal gesagt, vielleicht treffe ich Firefly irgendwann. Und wenn ich da mal hingehe, dann wäre bestimmt die Möglichkeit, dass ich dann eben 10 bis 20 Kommentare, die ich interessant finde, damit vortrage und sage, hey, wenn ihr jetzt ein neues 3D-Stronghold gerade macht und gerade über so ein Remake nachdenkt, hier sind noch ein paar Anregungen von der Community, was vielleicht noch drin sein könnte, was vielleicht cool wäre, was ihr euch überlegen könnt. Wäre machbar. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war jetzt erstmal der zweite Teil und ich glaube, mehr gibt's nicht. Ich meine, Zukunft 2D-Titel, Zukunft 3D-Titel. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch einen weiteren Teil mache für die VR-Zukunft von Stronghold oder sonst irgendwas. Ich glaube, das reicht soweit. Dann bedanke ich mich soweit fürs Zusehen. Nächste Woche geht's dann wieder
Na, mit was für ein Content weiter schaue ich mal. Wahrscheinlich vielleicht schon mit den Turniervorbereitungen für den Hühnerfuttercup, den ich machen will. Aber ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Und ich bin mal gespannt, wie sich die Videos entwickeln in Zukunft. Sowohl das zur 2D-Zukunft als auch zur 3D-Zukunft. Und wir gucken einfach mal, was draus wird. Es dauert ja sowieso noch ein bisschen, bis ich Firefly wahrscheinlich bei einer Convention treffen kann. Dementsprechend hat das Video noch gute Möglichkeit, Momentum aufzunehmen. Und dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zu weiteren Videos. Und vielleicht gibt es irgendwann mal ein Update, was die alten Videos angeht. Wenn es mal irgendwann ein Treffen mit Firefly gab, dann kann ich mich vielleicht mal in einem Extra-Video melden und sagen, hey Leute, das und das kam raus, als ich mit Firefly gesprochen habe. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.